Ja, meine lieben Fliegerkameraden, gleich im nächsten Schritt weiter. Wir haben jetzt eben über das negative Wendemoment gesprochen. Wir haben über die Längsachse, Hochachse, Querachse gesprochen, über welche Ruder es angesteuert wird. Die Längsachse, die durch den Rumpf geht, wird über die Querruder angesteuert. Die Hochachse, die senkrecht durch den Schwerpunkt von oben durchgeht, wird über das Seitenruder angesteuert. Und die Querachse, die durch die Tragfläche sozusagen durchgeht, die wird über, richtig, das Höhenruder angesteuert. Wir haben über das negative Wendemoment gesprochen. Das heißt, wenn wir jetzt einen Ausschlag nach unten haben oder einen Ausschlag nach oben, dann haben wir, das ist natürlich extrem, dann haben wir hier in dem Bereich den Auftrieb erhöht. Das heißt, in dem Fall würde die Tragfläche nach rechts runtergehen, zu dem Punkt hier, also rechts, und hier nach links. Und wie wir es gelernt haben, haben wir den Widerstand auch erhöht. Haben wir ähnlich, erhöhen wir hier quasi den Weg, hier, von der laminaren Schicht hier rüber. Und damit haben wir auch einen erhöhten Widerstand, der hier entsteht, wenn die so gewölbt ist, gegenüber den Molekülen, die hier entlang laufen. Und dieser Widerstand verhindert uns quasi beim Kurve einleiten, dass hier die Maschine schon in Kurve reinkriegt, sondern wir legen nur die Fläche rum, aber fliegen noch geradeaus. Das bremst hier ab, sobald wir aber dann neutral lassen, dann geht er hier rum. Um aber jetzt diesen negativen Wendemoment dann optimal auszunutzen, können wir das Seitenruder dann dazu nehmen, um quasi mit Querruder und Seitenruder je nach Geschwindigkeit, und jedes Flugzeug reagiert anders, auf dieses negative Wendemoment. Deswegen haben die Ingenieure sich Folgendes einfallen lassen. Wir haben gesagt, okay, um das negative Wendemoment zu reduzieren, gehen wir hin und machen den Ausschlag, den wir nach unten benötigen, kleiner, also der ist kleiner als nach oben. Dann steht der zum Beispiel hier bei minus 2 und hier oben, der steht bei plus 3,5 Grad. Ja? So, und so, das nennt sich dann, um das aufzuheben, die Querruderdifferenzierung. Ja? Also das negative Wendemoment wird konstruktiv geändert, indem man quasi das über einen Mixer macht man das heute. Früher waren es die sogenannten Winkel, die wir da eingebaut haben. Hier in das Querruder hinein. Da haben wir hier den Bauzug gehabt, hier den Anschluss. Und dann konnten wir hier das so geschickt machen durch die Winkelveränderung, dass wir hier einen kleineren Ausschlag und einen größeren Ausschlag nach oben haben, einen kleineren Ausschlag nach unten, um das quasi auszugleichen. Soweit zum negativen Wendemoment und der Querruderdifferenzierung, wie die zusammenhängen. Nun, jetzt kommt so der Schritt, den ich jetzt gerne mit euch gehen möchte, zum thermischen Fliegen. Das thermische Fliegen ist eigentlich eine Wissenschaft für sich. Und es bildet eigentlich für viele, die jetzt Motorflug kennen, hat es irgendwas Langweiliges. Es ist aber so spannend, ich will euch das deswegen so nahe bringen, weil das nicht nur mein Steckenpferd ist, sondern ich mache auch sehr gerne Kunstflug, Motorkunstflug, das seht ihr ja auch bei den Testberichten. Und das Thermikfliegen hat etwas Tolles. Man arbeitet hier mit der Natur oder mit den Naturgesetzen, die so vielschichtig sind, dass man nicht nur jetzt über die Aerodynamik etwas verstehen muss, die Zusammenhänge, wie gesteuert wird, über die Polare, die wir eben so, entschuldige, dass ich fortsage, aber über das, den Anstellwinkel und den Beiwerten wie für den Auftrieb und für den Widerstand, mit dem müssen wir spielen lernen. Und wenn wir das dann beherrschen, also unser Gerät beherrschen, dann können wir mal drüber nachdenken, über Land zu gehen. Und damit wir jetzt nicht dauernd von Dusselthermik in Dusselthermik reinfallen, oder wir wussten auch genau, und da, an dem Waldkante, da geht öfters was los, und da ist der Friedrich auch schon geflogen und der Friedrich sagt immer, das ist der Kölner Bad oder der Porzer Bad oder das ist hier der Stuttgarter oder das ist der Tech Bad etc. Will ich euch ein paar Zusammenhänge mal grob erklären, die terrestrisch
sind, das heißt Hang und Ebene, dann Aufbau von verschiedenen Flächen und wann die Thermik abgeben, das müsst ihr so ungefähr erkennen. Und dann geht es noch in den Bereich hinein der Metrologie, wann wir einfach mal so rausgucken und sagen, holla, jetzt können wir aber gut mit unserer Freundin weggehen, weil wir wissen, es kommt eine absolut stabile Wetterlage, ist fürs Fliegen, fürs Segelfliegen nicht geeignet. Dann mache ich mir doch lieber einen schönen Tag mit meiner Freundin und mit meiner Frau und meinen Kindern, anstatt da auf dem Flugplatz rumzulungern und sowieso nicht in die Luft zu kommen. Und wenn ich in der Luft bin, habe ich keine Thermik oder das ist einfach nur tristes Wetter. Das will ich euch jetzt ein bisschen mit den nächsten Vorträgen beibringen oder näher bringen, sodass ihr das auch effektiv nutzen könnt. Dazu habe ich mir einiges aufgeschrieben, was dazugehört. Ich lese das jetzt einfach mal vor. Wir werden über Metrologie sprechen. Metrologie, also Feuchtadiabate, Trockenadiabate, Temp und diesen ganzen Schnickschnack, den lasse ich draußen. Wir werden auch nicht über die verschiedenen Höhen Pascal sprechen, über die Wetterkarten, das werden wir nicht tun. Wir werden kurz über Wolkenbilder sprechen und weil wir mal, es reicht, wenn wir in die Tagesschau reingucken und sagen, Mensch, da kommt die Strömung so, dann werde ich euch die Luv- und Leekarten erzählen, was kaum jemand eigentlich so kennt. Luv- und Leekarten erklären einem, in welchen Gebieten es bei bestimmten Strömungen optimal ist zu fliegen und wo es nicht optimal zu fliegen ist und wo es gar nicht geht. Ja, weil was nützt es uns, wenn wir mit unseren 7-Meter-Kisten oder 6-Meter- oder 3-Meter-Kisten in einem Gebiet immer fliegen und wir stellen mal fest, mein Gott, die anderen, die haben mit uns eben telefoniert und da war Hammer-Thermik, das ging super gut, aber wir 30 Kilometer daneben, nischt. Ja, das will ich euch erklären, dass das manchmal mit den Strömungen der Gesamtwetterlagen zusammenhängt und das hat, auch wenn die Wolken oben super sind, ja, es kann gut sein, dass Gebiete thermisch so schlecht sind, also turbulent sind, aus verschiedenen Gründen, aus terrestrischen, so auch Bodenaufbau, geologischen Gründen, dass wir dort eigentlich keine gute Thermik haben. Bloß, wenn die Strömung anders kommt, liegen wir optimal. Auch bei gleichen Wetterlagen. Und das will ich euch ein bisschen näher bringen. Also dann haben wir Vögel in der Thermik. Wir schauen uns die Vögel an. Wir haben viele Vögel aufgenommen über die letzten Jahre. Und dann werden wir die RC-OLC-Regeln und die Flugtechnik nochmal erklären. Dann werden wir das Gelernte, was wir hier haben, insbesondere das hier, wirklich nutzen und dann alles, was dahinter steckt, was ich erklärt habe mit dem Widerstand und mit dem Auftrieb, um die Sollfahrt mal zu erklären. Sollfahrt ist etwas, was wir zwischen der Thermik brauchen. Und dann werde ich euch zeigen, wie man quasi in der Natur diese unsichtbare Thermik auch erkennt, also am Boden erkennt, wo sie ist. Dann werde ich noch darüber reden, über die GPS-Ausrüstung, die wir benötigen, um zum Beispiel beim RC-OLC die richtigen Werte eingeben zu können, damit die auch gewertet werden. Also die sprechen da von validen Daten. Ja, dann noch über spezielle Flächenprofile, dann über alle Achsensteuern, wie ich es eben schon mit angedeutet habe, und dann vor allem die Druckpunktwanderung und dann das taktische Streckenfliegen im Modell Segelflug Streckenflug. Tja, ein großes Thema, was ich jetzt noch vorhabe, euch zu referieren. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß damit und dann geht es gleich zum nächsten Schritt.